Stein und Flöte, Teil 47. Viel Spaß. Der Zirbel betrachtete ihn spöttisch. Jetzt bist du wohl ein bisschen verwirrt, du mit deinem spärlichen Zeitbegriff, sagte er. Ich sehe schon, dass du noch eine Weile brauchen wirst, bis du gelernt hast, dass deine Zeit samt dem Stück, das dir nicht einfallen will, noch lange nicht alles ist. Was soll mir das nützen? Sagt Steinauge. Du redest, als ob ich die Grenzen der Zeit sprengen könnte. Siehst du denn nicht, dass ich aus dem Käfig meiner Taten nicht mehr ausbrechen kann? Was ich begonnen habe, breitet sich dort draußen in der Steppe aus wie eine Krankheit, wächst und wuchert, und ich kann es nicht mehr ändern. Du wohl kaum, sagt der Zirbel. Wer denn sonst, sagt Steinauge verzweifelt. Dieser sonderbare Steinsucher vielleicht? Der ist seiner Wege gegangen und hat mich allein gelassen mit meiner Angst vor dem freien Himmel und vor all den Dingen, die ich nicht begreifen kann. Und du hilfst mir auch nicht besonders mit deinen klugen Reden. Von einem Stück Holz kann man wohl auch nicht mehr erwarten. Darauf erhielt er keine Antwort mehr. Der Zirbel war nun nur noch ein in sich verknäulter Knorren. So starr und leblos, dass Steinauge das Gefühl überkam, er habe die ganze Zeit über nur mit sich selbst geredet. Schließlich zog er den Stock aus dem Boden und machte sich auf den Weg. Nach einer Weile fand sich auch das Wiesel ein, das inzwischen für einen Braten gesorgt hatte, aber Steinauge blieb schweigsam, während sie miteinander durch den Wald wanderten. Nicht nur diesen Abend, sondern auch den nächsten Tagen. So gelangten sie nach und nach wieder ostwärts, bis sie schließlich das Ende der großen Felswand erreichten. Sehr gesprächig warst du diesmal auf dem Heimweg nicht, sagt das Wiesel, als sie sich verabschiedeten. Es hat sich wohl noch nicht gelohnt, diese alten Sachen auszugraben, aber das habe ich dir ja gleich gesagt. Wer Aas frisst, wird krank davon. Denk nicht mehr darüber nach und komm gut durch den Winter. Im Frühling wirst du dann wieder lachen und mit mir durch die Wälder ziehen. Meinst du denn, dass sich nie etwas ändert und alles immer so weitergeht, Jahr für Jahr, sagt Steinauge? Das Wiesel blickt ihn verständnislos an. Was soll ich schon groß ändern, sagt es. Kaninchen und Bierkühe wird es wohl auch dann noch geben. Und Falken, sagt Steinauge. Einer von ihnen ist hinter dir her, sagt das Wiesel. Vergiss das nicht. Wenn es nur das wäre, sagt Steinauge, aber er dankte Nadelzahn für seine gute Meinung und auch für seine Freundschaftsdienste während diesen Sommers. Und dann trabte er wieder allein am Fluss, am Fuß der Felswand entlang, durchs Gebüsch, bis er zu seiner Höhle kam. Zunächst sah es so aus, als solle hier tatsächlich alles immer so weitergehen. So schien es Steinauge jedenfalls, während er damit beschäftigt war, für den dritten Winter vorzusorgen. Er schleppte Körbe voller Nüsse, Holzäpfel und Buchecken und Eicheln durchs Gebüsch und war sich dabei bewusst, dass er jeden dieser Trampelpfade schon einmal entlang getrottet war und jeden dieser Handgriffe schon tausende Mal getan hatte, wenn er etwa Nüsse aus den welken Blättern herausklaubte und in seinen Korb warf. Er sah auch keinen Weg, wie er diesen Zustand hätte ändern können. Und auch die Ziegen hatten sich wohl daran gewöhnt, dass hier auftauchte, wenn das Laub sich färbte und der Herbststurm die Eicheln von den Bäumen warf. Er gehörte für sie schon zu den Ereignissen, die der Wechsel der Jahreszeiten mit sich brach. Sie blickten kaum auf, wenn er am Waldrand stehen blieb und zur Herde hinüberblickte, die in den schon gilbenen Gras weidete. So vertraut war ihnen sein Anblick. Ihm jedoch erschienen sie fremder als je zuvor. Auch wenn er die Belanglosigkeiten verstehen konnte, die ihre spärlichen Unterhaltungen ausmachten. Die Ziegen waren zufrieden mit dem Gleichmaß ihres Daseins zwischen Frühling und Winter, zählten die Jahre nicht wie er und hätten nie den Wunsch gehabt, daran etwas zu ändern. Auch als sie mit dem ersten Schneefall wieder die Höhle bezogen, taten sie das mit einer Selbstverständlichkeit, als hätten sie hier von jeher ihr Winterquartier gehabt. Und Einhorn begnügte sich an diesem Tag mit einem lässigen Kopfnicken, um seinem Partner anzuzeigen, dass nun die Reihe an ihm sei, für die Herde zu sorgen. Steinauge spürte, wie der Rhythmus der Herde täglich mehr sein Leben bestimmte. Aber diesmal wehrte er sich dagegen. Er verließ zwar am Morgen zusammen mit den Tieren die Höhle, führte sie wohl auch noch zu einem geeigneten Weideplatz, aber wenn sie dann mit den Vorderhufen das spärliche Futter aus dem Schnee scharrten, hielt er sich fern von ihnen, hockte sich irgendwo am Waldrand auf einen Baumstrunk und grübelte vergeblich darüber nach, wie er seine Lage ändern könnte. Auch wusch er seinen Körper regelmäßig im Schnee, weil ihn der Ziegengeruch anwiderte, der sich in seinen zottigen Fell festsetzte, und zuweilen irritiert er eine Ziege damit, dass er sie zu ungewohnter Zeit molk, weil ihn eben der Appetit auf einen Schluck Milch überkam.
Auf diese Weise gelang es ihm, sich dem Herdentrieb zu widersetzen, der ihn besonders nachts auf magische Weise überkam, wenn die Tiere sich um das Feuer drängten oder ruhig atmend beieinander lagen. Aber zugleich wuchs in ihm das Gefühl der Einsamkeit. Manchmal versuchte er, an das Mädchen zu denken, das schon zweimal vor ihm davongelaufen war. Aber das flache grüne Tal lag unerreichbar weit von ihm entfernt, und das Mädchen war ein ängstliches Kind, keine Gefährtin für einen zottigen Faun, der sich nur im Dickicht sicher fühlte. Eines Tages erschien dann wieder der Falke am Himmel. Steinauge saß auf seinem Platz am Waldrand und versuchte sich einzubilden, dass die niedrig über den kahlen Baumwipfeln stehende Sonne noch ein wenig Wärme spendete. Da sah er den Falken hoch oben am blassblauen Himmel heranschweben und über der verschneiten Lichtung seine Kreise ziehen. Obwohl aus dieser Entfernung nur die dunkle Silhouette des Vogels zu erkennen war, ahnte Steinauge, dass dieser grünäugige Falke sein musste, und als der Vogel sich immer tiefer herabsinken ließ und dicht über ihm hinwegstrich, konnte Steinauge sehen, dass seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte. Narzia besuchte ihn wieder, und trotz allem, was er von ihr erfahren hatte, überkam ihn ein Gefühl von Vertrautheit. Noch immer konnte er sich nicht erinnern, was er mit den Menschen zu tun gehabt hatte, der sich unter dem Gefieder dieses Falken verbarg, und doch klopfte sein Herz bis zum Halse, wenn er auch nicht hätte sagen können, ob aus Angst oder vor Erregung, wie bei einem unvermuteten Begegnung mit der Geliebten. Vielleicht hatte er alles missverstanden, was er bisher über diese Falkenmädchen gehört hatte. Vielleicht hatte andere nur aus Neid oder Hass so schlecht von diesem Wesen gesprochen, das hier so schwerelos über die Lichtung glitt. Schön, geheimnisvoll und voller Rätsel, deren Lösung den Gewinn unsagbarer Dinge versprach. Der Falke schwang sich noch einmal in die Höhe, glitt wieder heran, gefolgt von seinem schwarzen Schatten, der unter ihm die glitzernde Schneefläche huschte, und ließ sich dann flügelschlagend auf einem Baumstumpf nieder. Eine Zeit lang starrte er mit seinen grünen Augen in Steinauges Gesicht. Dann öffnete er den Schnabel und sagte mit seiner hellen Mädchenstimme: »Du bist einsam, Faun. Wollen deine Ziegen nichts mehr mit dir zu tun haben?« Steinauge schüttelte den Kopf. »Die Ziegen sind wie eh und je«, sagte er. »Ich habe ihre Gesellschaft satt, ihr ewiges Geschwätz und ihren geilen Geruch.« »Aber er sticht dir in die Nase«, sagte der Falke. »So geht es einem, wenn man allein ist. Läufst du noch immer deiner Vergangenheit nach?« »Sie holt mich Schritt für Schritt ein, wie ein Rudel Wölfe, und frisst an meiner Seele«, sagt Steinauge. »Du machst dir zu viele Gedanken«, sagt der Falke sanft. »In der Einsamkeit gerät man ins Grübeln und sieht alles von seiner dunklen Seite. Du solltest die schlimmsten Dinge vergessen und nur das Angenehme im Gedächtnis behalten. Dann erzähle mir endlich, was in meiner Vergangenheit angenehm gewesen sein soll«, sagt Steinauge. »Ich kann mich an nichts dergleichen erinnern.« »Wie schade«, sagt der Falke. »Da gäbe es schon einiges zu berichten. Erinnerst du dich denn überhaupt nicht mehr an das Falkenmädchen, das dir zur Frau versprochen war?« Steinauges Herz machte einen Sprung, als hörte er: »Sprichst du von mir?« fragte er begierig. »Warst du mir zur Frau versprochen? Ich erinnere mich an alles Mögliche.« »Nur nicht an die Dinge, die mit dir zu tun haben. Willst du mir nicht helfen, sie wiederzufinden?« »Du kennst den Preis«, sagt der Falke. »Willst du den Stein noch immer für dich behalten?« »Den Stein«, sagt Steinauge, »und was soll ich dafür bekommen? Noch ein paar von den Erinnerungen, die mir den Schlaf rauben?« Da lachte der Falke hell auf und sagte: »Ich werde dir ein Stück von dem zeigen, was dich erwartet. Schau mich an.« Obgleich der Falke ruhig auf seinem Platz sitzen blieb, schien es Steinauge, als rückten die grünen Augen immer näher heran, wurden größer und größer, bis sie sein Blickfeld völlig ausfüllten. Er tauchte ein in diese flimmernde grüne Tiefe, aus der das schmale, hellhäutige Gesicht eines grünäugigen Mädchens heraufstieg. Und von einem zum anderen Augenblick befand er sich an der Seite dieses Mädchens, an einer Tafel, die überladen war von köstlichen Speisen. Er spürte den Geschmack von Wein auf der Zunge, nahm im trunkenen Nebel rings um die erhitzten Gesichter von Leuten wahr, die lautlos lachten und vergnügt aufeinander einredeten. Aber dann sah er nur noch die grünen Augen des Mädchens, das langsam aufstand und ihn in einem kaum merklichen Nicken aufforderte, ihm zu folgen. Sein Herz zog sich jäh zusammen, dass ihm das Blut in den Ohren rauschte, als er selbst aufstand und dem Mädchen nachging, das vor ihm durch dunkle Gänge litt, ein wehender Gewand, das hinter einer Biegung aus den Augen geriet und dann wieder auftauchte und verharrte. Als er das Mädchen erreichte, stand es in einem halb geöffneten Tür und forderte ihn mit einer Geste seiner erhobenen Hand auf,
hier zu warten. Dran trat es ein und ließ die Tür angelehnt. Eine Zeit lang ertrug er die Qual des Wartens, und als dies endlich über seine Kräfte ging, stieß er die Tür auf und trat ein. Im schwachen Kerzenlicht sah er das bauschige Leinenzeug eines Bettes, und darauf lag das Mädchen in einem hauchfeinen Gewand, das die Verlockung des Körpers eher entblößte als verbarg. Als er seine Kleider hastig abgestreift hatte und auf das Bett zutrat, blickte ihm das Mädchen entgegen und streckte seine Hand aus und sagte: Gibst du mir jetzt den Stein? Die Sehnsucht, die Grenzen seiner Einsamkeit zu überschreiten, die Begierde, diesen Körper zu umarmen, ließen ihm keine Wahl. Blindlings griff er nach dem Beutel an seinem Hals, nahm den Stein heraus und legte ihn Narzias ausgestreckter Hand. Ihre Finger schlossen sich um den Stein, und da sah er den Smaragd des Falkenrings aufblitzen. Zugleich zerriss der letzte Vorhang, der seine Erinnerung umhüllt hatte, und er wusste, was schon einmal geschehen war und was jetzt geschehen würde. Noch einmal warf der grüne Blitz ihn zurück an die Wand. Noch einmal hörte er Narzias Stimme gellen: Sei ein Tier! Noch einmal durchzuckte sein Leib dieser eisige Schmerz, der ihn verwandelt hatte zu jenem zottigen Boxwesen, das er jetzt war. Als der Schmerz abgeebbt war und Steinauge wieder imstande war, seine Umgebung wahrzunehmen, sah er auf dem Baumstumpf wieder den Falken sitzen, der den Stein in einer seiner Klauen umklammert hielt. Du hast mich betrogen, Narzias, sagt Steinauge. Doch der Falke lachte nur. Wieso betrogen? Sagt er mit seiner hellen Stimme. Hast du nicht alles erfahren, was du vergessen hattest? Weißt du jetzt nicht, was dich erwartet? Soll ich es dir noch einmal sagen? Ein Leben nicht als Mensch und nicht als Tier, sondern als ein Zwischenwesen, ein Fremdling für die Ziegen und erschreckend für die Menschen. Männer werden sich entsetzt von dir abwenden und Frauen vor dir fliehen, aus Abscheu vor dem Gezottel an deinen Lenden. Warum bist du so grausam? Fragt Steinauge. Auch als ich noch ein Mensch war, hat dich meine Nacktheit angeekelt. Ja, sagt der Falke, ich hab nur sichtbar gemacht, was schon in dir verborgen war. Du geiler Bock, hast du denn geglaubt, ich würde die Macht meiner Magie deiner Begierde preisgeben? Soll ich zulassen, dass deine tierische Natur Gewalt über mich gewinnt? Wenn du mich schon für ein Tier hältst, dann will ich auch ein Tier sein, sagt Steinauge. Warum hast du nur halbe Arbeit geleistet? Dein Stein hat mich daran gehindert, sagt der Falke. Jetzt, wo er nicht mehr auf deiner Brust hängt, könnte ich dich ganz zum Tier machen. Aber ich will dich so leben lassen, du halber Bock, damit du nicht vergisst, was du sein könntest und doch nie sein wirst. Es müsste dich schon eine, so wie du bist, in die Arme nehmen, um meinen Zauber zu brechen. Du kannst ja versuchen, ob ein Mädchen Lust dazu hat. Nach diesen Worten breitete der Falke seine Schwingen aus und schraubte sich hinauf in den blassen Winterhelm. Du wirst keine Freude an dem Stein haben, schrie Steinauge zu ihm hinauf. Weißt du nicht, dass jeden Unglück stürzt, der ihn in Gewalt oder List an sich bringt? Aber der Falke hörte nicht auf diese Warnung. Er zog einen Kreis über der Lichtung, und als über der kahlen Wipfel nach Süden abzog, sah Steinauge den Stein noch einmal in den Fängen aufblitzen. Dann verlor er den Vogel aus den Augen. Für den Rest des Winters verfiel Steinauge in trostlose Grübelei. Er verließ kaum noch seine Höhle, lag oft tagelang apathisch auf seiner Laubstreu und suchte in den täglichen Brei seiner Erinnerung nach irgendeinem festen Punkt, der ihm eine Handhabe bieten könnte, sich aus dieser ausweglosen Lage zu befreien. Er wusste nun wieder alles, was sich in den vergangenen Jahren ereignet hatte, aber das erhöhte nur noch seine Qual, denn während er diese Ereignisse immer aufs Neue an sich vorbeitreiben ließ, erkannte er zugleich, wie er Schritt für Schritt immer weiter in die falsche Richtung gegangen war und die Gaben missbraucht hatte, die ihm anvertraut worden waren. Auf diese Weise hatte er die Flöte verloren und nun auch noch den Stein. Je tiefer er sich in seine Vergangenheit hineinwühlte, desto mehr schwand ihm jede Hoffnung. Nur seinen Namen wusste er noch immer nicht, und er zermarterte Tag und Nacht sein Hirn mit der Frage, wie ihn die Leute früher genannt hatten. Lallte sinnlose Silben vor sich hin, lauschte ihrem Klang nach, als könnte er auf diese Weise die Zauberformel finden, die ihn, wenn sie nur ausspräche, aus diesem Bann befreien würde. So ging es ihm bei Tag und in der Nacht, verfolgte ihn böse Träume. Da sah er wieder die unbeschreibbaren Augen des Mädchens, das ihn entsetzt anblickte, sich abwandte und davonließ, und lief ihm nach, lief und lief über dürres, raschelndes Treppengras, unter einem kahlen, bleibenden Himmel, dessen Gewicht mit jedem Schritt schwerer auf seine Schultern lastete, bis ihm kaum noch gelang, die Füße vom Boden zu lösen, während das Mädchen vor ihm leichtfüßig über die Steppe flog.
sich rasch entfernte, immer kleiner und kleiner wurde, bis es nur noch als ferner, kaum wahrnehmbarer Punkt auf dem Horizont zuglitt. Er bemühte sich verzweifelt, diesen verschwimmenden Punkt nicht zu verlieren. Doch da lenkte ihn für einen Augenblick ein Schatten ab, den er neben sich eher spürte als sah. Und dann, als er den Punkt wieder suchen wollte, lag der ferne Horizont leer. Nur dieser Schatten lauerte noch an seiner Seite, und es schien ihm jetzt, als sei er nicht eben erst aufgetaucht, sondern schon lange da gewesen, vielleicht schon immer. Weil nun in der Ferne nichts mehr zu sehen war, wendete er sich dem Schatten zu. Da stand neben ihm ein merkwürdiger grauer Herr, den er bereits kannte. Er war wie immer sehr sorgfältig gekleidet, trug einen feinen grauen Anzug, graue Schuhe und Handschuhe. Auch war nicht nur sein Haar grau, sondern auch sein nichtssagendes, gänzlich humorloses Gesicht. Du versuchst in die falsche Richtung zu laufen, Steinauge, sagte der graue Herr mit farbloser Stimme und verzog dabei keine Miene. Merkst du nicht, dass du nicht vorankommst? Das habe ich schon gemerkt, sagte Steinauge und versuchte dem Grauen in die Augen zu blicken. Aber dort, wo du eine graue Iris vermutet hatte, war nichts als Leere. Er wendete den Blick ab, um durch diese Löcher nicht ins Bodenlose gesaugt zu werden, und wiederholte: Ich habe schon gemerkt, dass ich keinen Schritt weiterkomme. Doch wie soll ich dieses Mädchen sonst erreichen? Sollst du denn das? Sagt der Graue. Ist das nicht nur ein Traumbild, eine Einbildung, die du nachläufst? Geh mit mir in die andere Richtung, du wirst sehen, wie leicht dir jeder Schritt fallen wird. Und wirklich, sobald er sich umgedreht hatte und anfing, Fuß vor Fuß zu setzen, schwand das bleiende Gewicht von seinen Schultern. Und er kam so leicht voran, als wiege sein eigener Körper nicht mehr als eine Feder. Er spürte nicht einmal sein Herz klopfen, während er neben dem Grauen über das dürre Gras schritt. Nach einer Weile fragte er: Wohin gehen wir? Du wirst schon sehen, sagte der Graue. Vielleicht wirst du jetzt endlich begreifen, dass du mir schon früher hättest folgen sollen. Ohne dass er gemerkt hätte, wann diese öde Steppe hinter sich gelassen hatte, stand er mit seinem Begleiter unversehens zwischen den Büschen vor der Felswand und im nächsten Augenblick auch schon in der Höhle. Die Ziegen lagen schlafend rings um die Herdstelle, innen die Jungtiere und im äußeren Kreis die älteren Tiere und der Bock. Schau sie dir an, wie dumm vor sich hin vegetieren, sagte der Graue. Willst du werden wie sie? Oder hast du schon einen Rest von Intelligenz in dir, um dich endlich einmal über dieses dumme Viehzeug zu erheben? Ich bin auf diese Tiere angewiesen, sagt Steinauge. Wie du das schon sagst. Der Graue gab sich keine Mühe, seine Verachtung zu verbergen. Ist es nicht eher so, dass du dich ihrer bedienst? Wer bist du denn, dass du diese blöden Grasfresser um etwas bitten müsstest? Hast du vergessen, dass du dazu bestimmt bist, Macht auszuüben? Es wird Zeit, dass du dich darauf besinnst. Ich habe meine Flöte verloren, sagt Steinauge und spürte, wie ihn die Begierde überkam, seine Silberflöte an die Lippen zu setzen und die Zuhörer unter seinen Willen zu zwingen. Du hast sie liegen lassen, berichtet ihn der Graue. Hol sie dir doch zurück. So wie ich jetzt aussehe, sagt Steinauge. Genierst du dich, sagt der Graue spöttisch. Näh dir Hosen, wenn du Angst hast, dass dich die Leute auslachen. Nimm dein Messer und schlacht einen Ziege, ihr Fell wird sicher reichen, um deine Schande zu bedecken. Im nächsten Augenblick hatte Steinauge schon sein Messer in der rechten und kniete über einem der Tiere. Während er die Finger in das Fell krallte, dachte er an nichts anderes, als dass er zurückkehren musste in das Haus bei Arnis Hütte, um seine Flöte zu holen. Mit ihr würde er alles erreichen, was er sich wünschte, und jeden gefügig machen, der sich ihm widersetzte. Auch dieses Mädchen, das sich ihm immer wieder entzog. »Ich muss sie haben«, murmelte er vor sich hin, »ich muss sie haben«, wusste nicht, ob er die Flöte meinte oder das Mädchen. Stach auf das zuckende Fleisch unter dem Fell ein und hatte dabei schon völlig vergessen, in welchem Zusammenhang diese blutige Metzelei mit seiner Gier stand, die Macht der Flöte zurückzugewinnen. Er wusste nur noch, dass dieses Schlachtopfer dargebracht werden musste. Etwas Lebendiges musste sterben und das Blut, das über seine Hände spritzte, würde ihm seine Macht zurückkaufen. Er sah, wie es rot aus der klaffenden Wunde herausquoll und im Bächen über das Fell rann, bis alles überströmt war vom Blut, eine träge, quirlende, purpurne Flut, die stieg und stieg, ihm schon bis zum Hals stand, bis zu den Lippen und schrie wie ein ertrinkender Schrei, der jede Hoffnung auf Hilfe aufgegeben hat. Erst als er das schrille, vielfach gebrochene Echo wahrnahm, das ihm antwortete, hörte er auf zu schreien. Er fand sich in undurchdringlicher Finsternis und spürte unter sich das knisternde Laub seines Lagers. Und dicht in der Nähe hörte er die Ziegen aufgeregt durcheinander meckern.
Sie mussten sich unmittelbar unter der Felskante neben seinem Lager zusammengedrängt haben und schienen außer sich zu sein vor Entsetzen. Steinauge, rief einer von ihnen, warum schreist du so? Bist du krank? Er kroch zu dem Abbruch hinüber, unter dem die Tiere standen, und versuchte sie zu beruhigen. Ich habe schlecht geträumt, sagte er. Es war gut, dass ihr mich geweckt habt. Während er sprach, langte er mit der Hand hinunter ins Dunkel, aus dem der warme Dunst der Tiere zu ihm heraufstieg, und kraulte das erstbeste Fell, das ihm unter die Finger kam. Es tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe, sagte er. Geht jetzt wieder schlafen. Aber so leicht ließen sich die Ziegen nicht beruhigen. Er fühlte, wie feuchte Mäuler an seiner Hand schnoberten und raue Zungen den Angstschweiß von seiner Haut leckten. Oder war es noch das Blut, das über seine Finger gespritzt war? Das Traumbild hatte noch immer Gewalt über ihn, und er spürte noch den Griff des Messers in der gleichen Hand, der jetzt die besorgten Liebkosungen der Ziegen galten. Keine Angst, sagte er, ich tue euch nichts zuleide. Doch damit verstörte er die Tiere nur noch mehr. Er redet irre, riefen manche, und manche jammerten. Er ist krank. Sein Schweiß schmeckt bitter. Sie kamen erst wieder zur Ruhe, als er aufgestanden und zu ihnen hinuntergestiegen war. Er fachte das Feuer an, und als die Flamme hell aufloderte, sagte er: Seht ihr jetzt, dass mir nichts fehlt? Die Tiere drängten sich um ihn, als wollten sie sich davon überzeugen, und eines von ihnen sagte: Warum redest du dann solchen Unsinn? Du bist unser Ernährer. Warum solltest du uns dann etwas zuleide tun? Ja, sagte er, warum sollte ich das? Und war sich bewusst, dass er sich das selber fragte. Er war sich durchaus nicht im Klaren, ob sich noch ein Grund gegeben hatte, sein Messer in eines dieser Felle zu stoßen, obwohl er sich jetzt nicht mehr vorstellen konnte, eines dieser sanften Tiere zu töten. Er schüttete den Ziegen ein bisschen Futter vor, denn nichts wirkte beruhigender, als etwas zum Beißen zwischen den Zähnen zu bekommen. Dann stieg er wieder hinauf zu seinem Schlafplatz und legte sich nieder. Über ihm flackerte der Widerschein der niederbrennenden Feuer auf der zerklüfteten Höhlendecke, und es kam ihm so vor, als senkte sich der Felsen langsam auf ihn herab, um ihn zu erdrücken. Nur der Zirbel an seinen Seiten schien auf alledem nichts zu bemerken, sondern blickte gleichmütig mit seinen dunklen Augen in eine unendliche Ferne, jenseits der Höhlenwände. Ich habe Angst, Zirbel, sagt Steinauge, ich habe Angst, nie mehr aus diesem engen Felsloch herauszufinden. Wundert dich das, sagt der Zirbel? Seit du deinen Stein nicht mehr trägst, kannst du die Angst ungehindert nach deinem Herzen greifen. Warum hast du ihn abgelegt? Ich habe ihn nicht mehr, sagt Steinauge. Der Falke hat ihn mir gestohlen. Gestohlen? Fragt der Zirbel in einem Ton, als wisse er es besser. Nun ja, sagt Steinauge. Narzia hat mich überlistet. Ich kann mir schon denken, wie sie das angefangen hat, sagt der Zirbel. Aber der Stein wird ihr nichts Gutes einbringen, und irgendwann wird er zu dir zurückkehren. Irgendwann, sagt Steinauge bitter, so wie meine Flöte, die ich bei Arnis Leuten liegen gelassen habe? Ja, sagte Zirbel, so wie deine Flöte. Solche Dinge kehren immer zu dem zurück, der sie in Wahrheit besitzt. Du musst nur die rechte Zeit abwarten. Welche rechte Zeit, sagt Steinauge. Wann wird die gekommen sein? Auf 10, auf 50 oder gar 100 Jahre dann komme es ja nach deiner Zeitrechnung nicht an. Was nützt mir meine Flöte, wenn ich bis dahin ein alter Mann geworden bin? Ich will sie jetzt haben, jetzt gleich. Dann hol sie dir doch, sagt der Zirbel gleichmütig. Du weißt ja, wo du sie liegen gelassen hast. An deiner Stelle würde ich damit warten, bis der Schnee geschmolzen ist. Dieser letzte Rat schien Steinauge durchaus vernünftig. Nachdem er am nächsten Morgen bis zum Bauch im Schnee versunken war, als er versucht hatte, wenigstens den Waldrand zu erreichen, aber er schmiedete in der folgenden Zeit Pläne, wie er es anstellen könne, ungesehen in Narzias Haus einzubrechen und seine Flöte zu holen. Jedenfalls musste es Nacht sein, damit niemand erkennen konnte, welch zottligen Waldschrat ums Haus schlich. Warte nur, Narzia, dachte er, ich hol mir meine Flöte, und dann müssen alle nach meiner Pfeife tanzen. Doch je öfter er sich dieses nächtliche Abenteuer ausmalte, desto mehr Gefahren entdeckte er in seiner solchen Unternehmung. Was war denn, wenn er unversehens auf Leute stieß, oder gar wenn ihn jemand dabei erwischte, wie er in Narzias Haus einzusteigen versuchte? Wahrscheinlich würde man ihn überwältigen und öffentlich befragen. Dabei kümmerte es ihn weniger, wie man mit ihm unter solchen Umständen verfahren würde. Mit Entsetzen erfüllte ihn jedoch die Vorstellung, dass er dann in seinen nackten Ungestalt den Blicken der Leute preisgegeben sein würde. So kam es, dass er zeitweise völlig den Mut verlor, diesen Plan durchzuführen, und tagelang auf seinem Lager vor sich hin brütete. Darüber kam die Schneeschmelze.
Die Ziegen verließen tagsüber wieder die Höhle und bald darauf blieben sie auch über Nacht draußen. Nur Einhorn kehrte eines Abends noch einmal zurück und sagte: Von jetzt an übernehme ich wieder die Herrschaft über die Herde. In diesem Winter hast du dich ohnehin nicht besonders viel um die Tiere gekümmert. Steinauge blickte dem Boden mürrisch in die gelben Augen und sagte: Hat einer von euch Hunger leiden müssen? Nein, sagt Einhorn. Aber das ist ja auch das Wenigste, dass du dich an unsere Abmachung hältst. Wie ein Fremder hast du uns das Futter hingeworfen und dich im Übrigen ferngehalten, als könntest du unseren Geruch nicht ertragen. Dein Herz war nicht bei deiner Herde, und ich frage mich, ob wir nächsten Winter überhaupt mit dir rechnen können. Ich weiß es doch selber nicht, sagt Steinauge. Bei euch werde ich immer ein Fremder bleiben, der von einem anderen Leben träumt. Träume, bei denen du schreist vor Angst, sagt der Bock. Ich begreife das nicht. Wie solltest du auch, sagt Steinauge. Du bist ein ganzer Bock und ich bin nur ein halber und außerdem ein halber Mensch, der sich danach sehnt, unter Menschen zu leben. So wie du aussiehst, sagt Einhorn, sie werden bestimmt vor dir davonlaufen. Meinst du denn das? Sagt Steinauge böse. Warte nur, wie ich sie daran hindern werde. Der Bock betrachtete ihn kopfschüttelnd und sagte dann: Ich weiß nicht, was du vorhast, aber es klingt nicht gut, wie du das sagst. Das lasst nur meine Sorge sein, sagt Steinauge. Ich wünsche euch über den Sommer eine fette Weide. Mehr braucht ihr ja nicht. Ist das nicht genug? Sagt der Bock. Als Steinauge nur mit den Schultern zuckte, wünschte der Bock ihm eine gute Reise und trottete hinaus zu seiner Herde. Steinauge legte sich auf sein Laubbett. Er war fast froh darüber, dass das Gespräch mit dem Bock ihn zu einem Entschluss gebracht hatte, seinen Plan in Angriff zu nehmen, und dachte noch lange darüber nach, wie er den Diebstahl der Flöte bewerkstelligen könne. Darüber wurde es Nacht, und dann war von einem Augenblick zum anderen wieder der Graue da. Farblos und hager stand er über Steinauges Lager und ragte mit seinem wohlfrisierten grauen Scheitel bis zur Höhlendecke. Du willst dir also keine Hosen besorgen, sagte er. Und seine Stimme verriet nicht, ob er das spöttisch meinte oder nur nüchtern feststellte. Jedenfalls schien er damit einverstanden zu sein, denn er fuhr fort: Recht hast du, das wäre ohnehin eine unnütze Arbeit gewesen. Wenn du durch deine Flöte erst wieder die Macht hast, wird sich keiner mehr über die Form deiner Beine zu wundern wagen. Komm, wir machen uns auf den Weg zu Arnis Hütten. Steinauge wollte sagen, dass er eigentlich erst am Morgen hatte aufbrechen wollen, doch dann schien ihm, dass er in der Begleitung dieses Mannes leichter zum Ziel kommen würde, und so erhob er sich und folgte der grauen Gestalt ins Freie. Draußen geriet er sofort in einen durchscheinenden Nebel, der von irgendwoher aufgehellt wurde, ohne dass man eine Lichtquelle hätte ausmachen können. Buschwerk glitt schemenhaft vorüber, vage Silhouetten und Baumstämme, deren Kronen sich oben im milchigen Dunst verloren. Steinauge hätte nicht sagen können, ob er ging oder durch den kaum wahrnehmenden Boden schwebte. Er hatte jedoch den Eindruck, dass die hingeduckten Sträucher und bald darauf das sperrige Unterholz merkwürdig rasch vorüberzogen, ohne dass auch nur ein Zweig seine Haut streifte. Auf solche Weise ging es immer weiter abwärts, erst durch lichten Wald, später zwischen locker stehenden Bäumen, und dann tauchte unversehens zwischen den Stämmen eine Gestalt auf. Ein Mann, der nach der Arbeit seine Kleider zu Arnis Leuten zu gehören schien. Der Mann hob die Hand, als wolle er Steinauge zuwinken oder ihn in den Wald zurückscheuchen. So genau ließ sich das eben nicht entscheiden. Steinauge erschrak und versuchte, sich hinter einem dicken Baumstamm zu verstecken. Da war der Graue plötzlich dicht neben ihm und zischte: Warum fürchtest du dich vor diesem Mann? Siehst du nicht, dass er alleine ist? Er könnte bewaffnet sein, dachte Steinauge, und ehe er diese Befürchtung ausgesprochen hatte, reichte ihm der Graue schon Pfeile und einen starken Jagdbogen und sagte: Lass dich nicht aufhalten, denk an dein Ziel. Da wusste Steinauge, was jetzt getan werden musste, hatte schon den Pfeil auf die Sehne gelegt und suchte sein Ziel auf der Brust dieses Mannes, der im wiegenden Schritt eines Reiters langsam auf ihn zukam. Steinauge zog die Sehne zurück, und in dem Augenblick, da er sie nach vorn schnellen ließ, meinte er, den Mann zu erkennen. Das schmale, faltige Gesicht mit den weißen Zöpfen über den Schläfen. Der Mann war nur wenige Schritte entfernt gewesen. Der Pfeil durchschlug ihn in die Brust und nagelte ihn an den Baumstamm, vor dem er gerade stand. Steinauge hörte den dumpfen Schlag, mit dem sich die Spitze ins Holz bohrte, und fand sich zugleich auch schon dicht vor dem Getroffenen stehen. Er hatte schon gewusst, dass es Arni war, auf den er geschossen hatte, aber jetzt konnte er es genau sehen. Einzig gehalten von dem Pfeil schien der alte Beutereiter an dem Baum eher zu hängen als zu stehen. Dort, wo der Pfeil in seine Brust eingedrungen war, rann ein dünner Blutfaden über das lederne Wams. Aber Schmerzen schien Ari nicht zu spüren, denn er lächelte,
dass tausend Fältchen um seine Augen aufsprangen und sagte: So ähnlich hat die ganze Geschichte damals angefangen. Weißt du noch? Nur hast du inzwischen selber das Schießen gelernt. Steinauge starrte auf den alten Mann, der vor ihm an dem Baum hing, und spürte, wie das Entsetzen eisig, unaufhaltsam in ihm aufstieg. Ich habe nicht gewusst, auf wen ich ziele, sagte er. Ich wollte dich nicht treffen. Wenn du schießt, dann solltest du auch damit rechnen, jemanden zu treffen, sagt Arni. Und wenn du dich schon dazu aufgemacht hast, Macht zu gewinnen und auszuüben, dann solltest du auch daran denken, dass jemand darunter leiden könnte. Hast du das denn noch immer nicht begriffen? Ehe Steinauge eine Antwort darauf finden konnte, stand plötzlich der Graue zwischen ihm und Arni und sagte: Lass den Alten doch sterben, komm, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als hier mit einem Toten zu diskutieren. Er hatte dieses Wort kaum zu Ende gesprochen, als Arni sich unvermittelt aufrichtete und mit solcher Kraft von dem Baum abstieß, dass der Pfeil hinter seinem Rücken knirschend aus dem Holz fuhr. Arni ging mitten durch den Grauen hindurch, als sei dieser überhaupt nicht vorhanden, und sagte: Wer ist denn von uns beiden der Tote, du graues Gespenst? Dort, wo eben noch der Graue gestanden hatte, war jetzt nur noch ein blasser, wabender Nebel, der im nächsten Augenblick von einem Windstoß zerteilt und davongeweht wurde. Arni wedelte noch ein bisschen mit der Hand durch die Luft, um den letzten Rest zu vertreiben, wie einen lästigen Gestank, und sagte: Du hättest besser auf deinen Stein acht geben sollen, du Bogenschütze. Der Pfeil ragte noch immer aus seiner Brust und aus der Wunde tropfte Blut. Hast du mir den Stein wiedergebracht, Arni? Fragt Steinauge. Arni lachte leise und sagte dann: Was willst du jetzt mit dem Stein anfangen? Ich dachte, du wolltest deine Flöte holen gehen. Er nickte Steinauge zu und ging dann langsam mit seinen wiegenden Schritten zwischen den Bäumen davon. Es war, als nehme er auch noch den Rest von Licht mit sich hinweg, denn alsbald wurde er derart finster, dass Steinauge nicht einmal mehr die nächsten Baumstämme erkennen konnte. Die Angst überfiel ihn, nicht mehr aus diesem Wald herauszufinden, und er rief Arni nach: Warte, lass mich nicht allein. Du bist ja nicht allein, antwortete eine Stimme, aber die Stimme klang nicht wie die Stimme Arnis, sondern höher und melodisch wie die Stimme einer Frau. Steinauge spürte etwas Glattes, Kühles in seinem Arm entlangstreifen, und als er die Augen öffnete, fand er sich auf seinem Laublager in der Höhle wieder. Das Feuer war heruntergebrannt. Er roch den Holzrauch, und es war so dunkel, dass er seine eigene Hand nicht vor den Augen sehen konnte. Aber dicht an seiner Seite leuchteten zwei achatfarbene Augen. Hast du schlecht geträumt? Fragte Rincula. Ich weiß nicht, ob es ein schlechter Traum war, sagt Steinauge, aber ich hatte große Angst. Dann war es wohl gut, dass ich dich geweckt habe, Träger des Steins. Nenne mich nicht mehr so, sagt Steinauge. Ich habe den Stein verloren, aber deine Augen sind ihm so ähnlich, dass meine Angst vergeht. Warum bist du gekommen? Ich habe eine Botschaft an dich, sagt Rincula. Seit der Grüne dich hat suchen lassen, hat er auch alle Dinge im Auge behalten, die dich betreffen. Und nun hat er von dem Karpfen am braunen Fluss etwas gehört, das du wissen solltest. Die Beutereiter haben dort das Fischervolk der Karpfenköpfe überfallen. Sie ritten auf jungen, schnellen Pferden, die so angriffslustig waren wie eh und je. Einige der Fischer gelang es, sich ins Wasser zu retten, und so hat der große Alte erfahren, das sich oben am Ufer abgespielt hat. Das sind böse Nachrichten, sagt Steinauge. Seit dem vergangenen Sommer hat er dergleichen gefürchtet, und nun war es eingetreten und damit jede Hoffnung dahin, dass sein Flötenzauber auch die nachgeborenen Pferde gezähmt hatte. Das ist wirklich eine Sache, die mich betrifft, fuhr er fort. Und das Schlimmste daran ist, dass ich nichts mehr dagegen unternehmen kann. Darin war der große Karpfen anderer Meinung, sagt Rincula. Und auch der Grüne hat wohl nicht nur die Absicht, dich zu warnen, als er mich zu dir schickte. Was soll ich denn tun? Fragt Steinauge. Das weiß ich auch nicht, sagt Rincula. Du musst es selbst herausfinden. Seit ich den Stein nicht mehr bei mir trage, habe ich allen Mut verloren, sagt Steinauge niedergeschlagen. Auch hat das der Grüne wohl erwogen, als er mich zu Botin gewählt hat, sagt Rincula. Ihre Augen waren jetzt sehr nah. Steinauge tauchte in den farbigen Kreisen von Blau, Grün und Violett und spürte, wie ihr sanftes Leuchten sein Herz wärmte. Im Dunkeln meinte er, ein Gesicht zu erkennen, das zu den Augen gehörte, doch es war nicht der schmale, glatte Kopf einer Schlange, sondern das Gesicht einer Frau, die ihn anschaute und sagte: Du bist der Träger des Steins, wo immer er sich im Augenblick auch befinden mag. Vergiss deine Angst, denn das ist die Tür, durch die der Graue Zugang zu deinen Gedanken findet. Er wollte mir helfen, die Macht meiner Flöte zurückzugewinnen, sagt Steinauge. Die Macht, sagt die Frau, nur wer Angst hat, strebt nach Macht. Dazu ist deine Flöte nicht geschaffen. Ich soll sie also nicht suchen, fragt Steinauge.
Warum nicht? Fragt die Frau. Der Graue ist ein Nichts. Er kann dich nur dazu bringen, das Gute zu missbrauchen, aber zerstören kann er es nicht. Folge nicht deiner Angst, sondern deinem Herzen. Damit verschwand das Gesicht unten im Dunkel und stand nur noch Rinkulas Augen. Nun hast du die ganze Botschaft erhalten, sagt sie. Du solltest bald aufbrechen. Ich höre schon die Krähen schreien. Sie verbeugte sich und glitt nun hinüber zu der Stelle, an der sich die Höhle zu einem Spalt verengte. Steinauge sah noch eine Weile den Schimmer ihrer Augen, und dann lag er wieder allein in der Finsternis. Das Geschrei der Krähen war wirklich zu hören, und er fragte sich, was das zu bedeuten habe. Er tastete sich hinunter zu dem Höhlengrund und kroch durch das Schlupfloch hinaus. Draußen begann eben der Morgen zu dämmern. Am grauen Himmel über den hohen Kronen der Buchen am Waldrand kreiste ein riesiger Schwarm der schwarzen Vögel. Ihr heiteres Geschrei tötete jeder anderen Laut, und als der Schwarm in weitem Bogen herüberflog und die Felswand überquerte, konnte Steinauge verstehen, was sie schrien. Fraß, 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 Fraß! Sammelt euch zum Fraß! Die Beutereiter sind auf der Jagd! Leichen liegen im Gras! Erschlagene Knecht und Magd! Fleisch im Übermaß! Kommt eh der Morgentag! Sammelt euch zum Fraß! Fraß, 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 Fraß! Die Krähen beschrieben noch einmal einen weiten Kreis über dem Abhang vor der Höhle, als wollten sie auch Steinauge zu dem Schmaus einladen, und zogen dann nach Süden davon. Auch als der Schwarm schon wie eine düstere Wolke fern über den Bäumen schwankte, hörte Steinauge noch das Geschrei. Fraß, Fraß! Hallte es herüber, und er meinte, diesen Schrei noch immer zu hören, als der Schwarm schon längst nicht mehr zu sehen war. Er ahnte, wohin die Krähen unterwegs waren. Irgendwo im Süden lag die Ansiedlung von Arnis Leuten, und er fragte sich, ob Hanlis Reiter erst auf dem Weg waren, um Nazir ihre Demütigung heimzuzahlen, oder ob für die schwarzen Vögel dort schon der Fraß weit bereitet war. Und jetzt wusste er auch, was er zu tun hatte. Er musste nach Süden laufen, um Arnis Leute zu warnen. Wenn er seine Flöte erst wieder in den Händen hatte, würde er die Reiter zur Umkehr zwingen können. Er stürzte zurück in die Höhle, packte seine Ziegenhaartasche und raffte in fliegender Hast alles hinein, was er unterwegs brauchen könnte. Sein Messer, das Feuerzeug, den Rest seiner Haselnüsse, dann griff er sich den Zirbelstock und sprang in weiten Sätzen den Abhang hinunter und weiter durch den Hochwald, immer nach Süden. Während er sich durch das Unterholz schlug, überholten ihn oben über den Baumkronen immer neue Schwärme von Krähen und krächzten ihr gieriges Lied. Fraß, 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 gellte es ihm den ganzen Tag lang in den Ohren, selbst dann noch, als schon wieder die Nacht hereingebrochen war und er sich erschöpft und mit zitternden Gliedern ins Gebüsch verkrochen hatte. 5 Tage lang war er auf diese Weise unterwegs, ständig gehetzt vom Geschrei der schwarzen Vögel, die ihn vor sich hertrieben, bis er sie oben über den mit dicken Frühjahrsknospen besteckten Zweigen der Buchen hinwegziehen sah. Als er dann am Morgen den 6. Tag aus seinem Schlafversteck herauskroch, lag vor ihm ein lichter Bestand von Birken, an deren haarfeinem Zweiggespinst sich winzige hellgrüne Blättchen entfalteten, und zwischen den weiß schimmernden Stämmen blickte er hinaus, in eine endlose, graugrün flimmernde Ebene. Er hatte endlich den Rand der Steppe erreicht, und ein Stück nach Süden, wo das Buschwerk weiter in die Steppe hinausreichte, kreiste ein riesiger Schwarm von Krähen um den Rauch, der in den blassen Morgenhimmel stieg. Dort in den graubraunen Blockshäusern, die dunkel zwischen den Birken und Erlen hingelagert waren, kochte Arni ihre Morgensuppe. Zunächst atmete er erleichtert auf. Die Beutereiter waren offenkundig doch nicht über die Ansiedlung hergefallen. Er brauchte nur noch hinüberzulaufen und Arnis Leute zu warnen. Bei diesem Gedanken überfiel ihm wieder die Angst, bei helllichtem Tag in seiner böckischen Missgestalt vor die Augen der Leute zu treten. Das Geschrei der Krähen brannte von Zeit zu ihm herüber. Dann schlich wieder ein neuer Schwan heran. Und das Fraß, 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 Fraß gellte Steinauge in den Ohren. Waren die Leute in den Hütten denn taub? Ahnten sie nicht, worauf dieser schwarze, gierige Herr wartete? Anscheinend kümmerte sich niemand um die aufgeregt durcheinander schwirrenden Vögel, deren Wolke den Himmel über den Dächern verdunkelte. Keiner trat vor das Haus, nirgends sah Steinauge Leute zusammenlaufen. Da erkannte er, dass die Krähen, deren Geschrei an seinen Nerven zehrte, ihm diese Arbeit nicht abnehmen würde. Er musste schon selber hinüberlaufen, um die Leute aus ihren Hütten zu rufen.
Von Baum zu Baum schlich er am Waldrand entlang, auf die Ansiedlung zu, bis das Geschrei der hungrigen Aasfresser über ihm in die Luft stand, wie tosende Meeresbrandung. Jetzt entdeckten ihn die Vögel und pfeilten kreischend in Gruppen zwischen den Stämmen hindurch, dicht über den bocksfüßigen Fremdling hinweg, als wollten sie ihn daran hindern, ihn den erhofften Fraß zu verderben. Steinauge schlug beide Arme über den Kopf und rannte blindlings zwischen den Birken weiter. Dann hörte er einen Schrei, blickte auf und sah, wie dicht vor sich ein Mädchen stehen, das einen Eimer trug. Es war irgendeine junge Magd von Anis Leuten, flachnasig und mit schwarzem strähnigem Haar, die am Morgen zum Wasserholen hinausgegangen war. Die dunklen Augen vor Entsetzen weit aufgerissen starrte sie ihn an. Ihr Mund war noch immer geöffnet, als sollte ihr Schrei lautlos ohne Ende weitergehen. Aber es war jetzt nur noch das wütende Krächzen der Krähen zu hören, die nun auch auf den Kopf des Mädchens herabstießen. So stand sie einige Augenblicke wie erstarrt. Dann warf sie Steinauge den Eimer vor die Füße, stieß die Hand vor mit der Geste, die bösen Geister abzuwehren soll, warf sich herum und rannte mit platschenden bloßen Füßen über den taufeuchten Weg davon. »Bleib stehen«, rief Steinauge ihr nach. »Warte, ich tu dir nichts. Ich muß dir etwas sagen, die Beutereiter.« Aber da war das Mädchen schon in einer der Hütten verschwunden. Da gab Steinauge die Hoffnung auf, dass es ihm gelingen würde, Anis Leute zu warnen. Wenn die Beutereiter bisher nicht gekommen waren, dachte er, würden sie wohl auch heute noch ausbleiben, und er beschloss, seinen ursprünglichen Plan auszuführen. Wenn er die Nacht abwartete, würde es ihm schon irgendwie gelingen, in Narzias Hütte einzusteigen und seine Flöte zu holen. Dann sollten Hanlis Reiter nur kommen. Sie würden sich wundern über den Empfang, der ihnen bereitet wurde. Steinauge war jetzt gerade begierig darauf, die Rolle zu spielen, die hier offenbar für ihn vorgesehen war. Und während er langsam bergauf in den Wald zurücktrottete, malte er sich aus, welchen Eindruck es auf jedermann machen würde, wenn er die Angreifer in die Steppe zurückscheuchte. Er sah das Bild schon vor Augen, wie die kleinen, struppigen Pferde sich aufbäumten und die endlose graue Ebene zurückjagten, verfolgt vom Triumphgeschrei der Dorfbewohner. Anis Leute würden sich schon erkenntlich zeigen für seine Hilfe. Wenn du erst einmal die Macht hast, dann wird sich keiner mehr über die Form deiner Beine zu wundern wagen. Wer hatte das Gleiche gesagt? Es wollte ihm nicht einfallen, und schließlich meinte er, dass er sich das wohl selber gedacht haben müsse. So entfernte er sich eine beträchtliche Strecke, wegs hin vom Dorf, damit ihm nicht noch einmal einer von Anis Leuten in die Arme lief, und dadurch alles verdarb. Irgendwo weiter oben am Berghang hockte er sich am Rand einer Lichtung unter einen Baum, wärmte seinen Pelz in der Frühjahrssonne, knackte ein paar Haselnüsse und ruhte sich von dem Strapazen der tagelangen Rennerei durch die Wälder aus. Während er mit geschlossenen Augen an dem Stamm lehnte, hörte er über sich in den Zweigen die Vögel singen. Meisen piepten, Buchfinken schmetterten ihr Brautkleid ab und flöteten ein Rotkehlchen. Dann strich keckern ein Eichenhändler über die Lichtung und rief: »Hab acht, hab acht! Die Beutereiter sind auf dem Weg.« »Lass sie nur kommen«, rief Steinauge zu ihm hinauf. »Du wirst deinen Augen nicht trauen, wenn du siehst, wie schnell sie auf und davon sein werden.« Dann schlief er ein. Als er aufwachte, stand die Sonne schon tief im Westen, zwischen den Stämmen. Brandgeruch lag in der Luft. Weiter unten im Süden stieg schwarzer Qualm zum Himmel. Steinauge wusste sofort, was geschehen war. Und doch rannte er wie gehetzt zurück zum Dorf, als könne er das Unheil noch aufhalten. Als er schließlich in dem Birkenwäldchen stand, von dem aus man das Dorf sehen konnte, zeigte sich, dass der Überfall der Beutereiter verschlafen hatte. Alle Blockshäuser standen in hellen Flammen. Dicker, schwerer Rauch quoll in trägen Wolken über den Gebüsch auf und trieb langsam im Südwind in die Höhe, so daß sich der Himmel verdunkelte, als solle gleich ein Gewitter losbrechen. Doch das Unheil hatte längst seinen Höhepunkt überschritten. Nur noch vereinzelt gellten langgezogene Todesschreie herüber und dazwischen die schrillen Beuterufe der Reiter. Keine Krähe war mehr zu sehen. Das große Fressen hatte begonnen. Steinauge lag zitternd am Boden, in dem schütternden Unterholz zwischen den Birkenstämmen und wagte sich nicht zu bewegen. Der Gestank des Rauches legte sich ihm auf die Brust und er hustete dumpf in das modrige Vorjahrslaub, voller Angst. Irgendein unherstreifender Reiter könne ihn hören. Mit tränenden Augen starrte er herüber zu den lodernden Feuersbrunst und versuchte den Gedanken fernzuhalten, dass er all das hätte aufhalten können, wenn er der Magd bis ins Dorf gefolgt wäre.
So lag er noch, als schon die Nacht hereingebrochen war und nur noch die immer wieder aufflackernden Flammen das Dunkeln aufhellte. Die Horde saß jetzt wohl im Kreis auf dem Dorfplatz und der Khan verteilte die Beute. Steinauge hörte die erregten Rufe der Reiter und hier und da einen Freudenschrei, wenn einer ein besonders kostbares Stück erhalten hatte. Unvermittelt fegte dann von den Bergen herab ein scharfer Windstoß und gleich darauf rauschte ein Regenguss von solcher Heftigkeit herab, dass das Bild des brennenden Dorfes von einem zum anderen Augenblick ausgelöscht wurde. Steinauge verkroch sich tiefer in das tropfende Gebüsch und wartete auf den Morgen. Als der Himmel im Osten über der Steppe endlich heller zu werden begann, liefen die Reiter nach ihren Pferden und bald darauf sah Steinauge, wie sie im ersten Morgengrauen ihre Tiere den steilen Pfad hinaufzogen. Steinauge wartete, bis der letzte Reiter oben am Berghang außer sich gekommen war. Der Regen hatte das Feuer gelöscht, aber von den Brandruinen stieg immer noch vereinzelte Rauchfäden auf. Vorsichtig schlich sich Steinauge an das Dorf heran, lauschte auf jeden Laut, aber es war nun nichts mehr zu hören, als hier und da das Krachen eines herabstürzenden Balkens und das Krächzen von Krähen, die um ihren Fraß stritten. Er hielt sich unter den Bäumen, die bis zu den Häusern ran auch noch zwischen ihnen standen, und schlich sich so ins Dorf. Auf der Schwelle der ersten Blockhütte, die bis auf den untersten Balken lagen, heruntergebrannt war, lag ein Toter, dem ein Pfeil aus dem Rücken spießte. Aber hier wollte Steinauge ja auch nicht eintreten. Er hielt sich im Schatten des Erlengebüschs, das den Weg säumte, und erreichte so die Mitte des Dorfes. Anis altes graue Hütte stand als einzige unversehrt. Offenbar hatte Hanli sich gescheut, auch das Haus seines Bruders zu zerstören. Aber der Platz ringsum war übersät mit Erschlagenen, von denen kreischend die Krähen aufflatterten, um ihren Fraß gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Aber der wollte ihn ohnehin nicht streitig machen, sondern wendete sich von dem grausigen Anblick ab, pirschte sich von der Rückseite her an Nazias Haus heran, und das Dach war eingestürzt. Verkohltes Gebälk ragte ins Leere, aber der Teil, an dem es eine Stube gehabt hatte, stand noch bis über Mannshöhe. Ehe er sich noch schlüssig geworden war, an welche Stelle er sich Einlass verschaffen sollte, hörte er rasche, flüchtige Schritte und verbarg sich in den Sträuchern. Da kam auch schon ein halbwüchsiges Mädchen in einem hellen Leinenkittel um die Hausecke gerannt, sprang in weiten Sätzen über Sparren und Balken und verschwand ebenso rasch, wie es aufgetaucht war, in Erlen. Steinauge hörte es noch, wie gehetzt durch die Büsche brechen. Dann war alles vorbei, wie ein Spuk. Das Ganze geschah so schnell, dass er kaum mehr hatte erkennen können, als der rußbefleckte Kittel, der um die Waden des Mädchens flatterte. Aber er hatte dennoch das Gefühl, dieses Mädchen schon einmal gesehen zu haben. Dieses Kind, das so schnell laufen konnte, wie ein flüchtendes Reh. Und jetzt schien es ihm auch, dass es irgendetwas in der Hand gehalten hatte, wie eine Beute, irgendetwas Schmales, Blitzendes. Steinauge wartete noch eine Weile, und als weiterhin alles still blieb, machte er sich an den Einstieg. Durch ein rauchgeschwärztes Fenster gelangte er in den Flur des Hauses. Die Decke war zur Hälfte heruntergebrochen, und der beißende Brandgeruch verschlug ihm den Atem. Er zwängte sich durch ein Gewirr von zersplitterten und angesenkten Brettern, bis zu einer Stube. Die Tür war aus der Angel gebrochen und hing schräg in den Raum hinein, aber innen schien noch alles an seinem Platz zu sein. Tisch und Stühle standen in der Mitte, das Bett an der Wand war aufgeschlagen und das Leinenzeug hing herunter auf dem Boden, als sei jemand in großer Hast herausgesprungen, und das versteckte Wandfach über dem Bett stand offen. Dort hatte Steinauge seine Besitztümer verwahrt gehabt. Er stieg auf das Bett und tastete mit der Hand in die Tiefe, aber die Flöte war nicht mehr da. Stattdessen stießen seine Finger auf Scherben, an denen eine klebrige Flüssigkeit haftete. Und ganz hinten in einem Winkel spürte er noch einen runden Gegenstand. Er hob ihn heraus und hielt ein apfelgroßes Krüglein in der Hand, auf den ein beschriebener Zettel klebte. Die Schrift war verblasst und kaum noch zu lesen. Er trat ans Fenster und versuchte, die krausen Züge zu entziffern. Die ersten Zeilen schienen völlig vergangen zu sein, aber die letzten vier ließen sich noch erkennen. Wirst in Stein gebunden, bleibst im Stein versteckt, wirst du nicht gefunden, wirst du nicht geweckt. Da wusste Steinauge, was ihm von seinen Sachen geblieben war. Er steckte das Krüglein in seine Tasche und durchsuchte ohne viel Hoffnung den übrigen Raum, aber seine Flöte konnte er nicht finden. Endlich gab er auf und verließ sein altes Zimmer. Ein Stück weiter nach vorn sah er die Tür zur großen Stube offen stehen.
Aber als er einen Blick in den Raum geworfen hatte, verzichtete er darauf, ihn näher zu untersuchen. Das hatten die Beutereiter schon mit aller Gründlichkeit getan. Tisch und Stühle waren umgestürzt, die Schränke aufgerissen und leergeräumt. Und in einer aufgeklappten Truhe lag die Leiche von Hönis altem Hausverwalter, der bislang wohl auch noch unter Nazia gedient hatte. Beim Anblick des Toten, den er gut gekannt hatte, fragte sich Steinauge, ob die Reiter auch Nazia umgebracht hatten. Dann würde sie wohl auch den Augenstein erbeutet haben. Ihr Zimmer lag oben auf der Rückseite des Hauses. Vielleicht hatte sie sich dorthin geflüchtet, um aus dem Fenster zu springen und im Gebüsch zu verschwinden, wie vorhin das Mädchen. Er beschloss, auch dort noch nachzusehen, aber das war gar nicht so einfach. Die Treppe zum Oberstock war zwar noch begehbar, aber die Decken in dem Quergang, der zu Nazias Zimmer führten, war völlig eingestürzt. Schließlich gelang es ihm, bis zu ihrer Tür vorzudringen und die Füllung mit einem Holzpfosten einzuschlagen. Der Raum wurde nur noch durch ein paar Spalten in den schrägen abgesunkenen Decke spärlich erhellt. Als Steinauge sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, erkannte er, dass hier die Außenwand weiter heruntergebrannt war. Die Balkendecke hing dort bis zum Boden herab. Auch die Täfelung hatte Feuer gefangen und hatte sich in großen Stücken von der Wand gelöst, die überall herumlagen und zum Teil noch glosten. Die Luft war stickig vom Rauch, aber Nazia war nicht hier, weder lebendig noch tot. Steinauge kletterte durch das Loch in die Türfüllung in das Zimmer, schob glimmende Holzstücke beiseite, betrachtete einen Augenblick lang nachdenklich das breite Bett, das unter dem niedergestürzten Balken zusammengebrochen war, und sah dann dort, wo einmal das Fenster gewesen sein musste, am Boden im Winkel unter dem Deckenbalken die Platte eines zerschmetterten kleinen Tisches, auf der unter verkohlten Holzbrocken und Schutt etwas blitzte. Der Augenstein, dachte er, doch als er den Unrat beiseite geschoben hatte, sah er, dass es nicht sein Stein war, der dort lag, sondern Nazias Falkenring. Und daneben fand er noch etwas, eine zierliche Kette aus kunstvoll ineinander verschlungenen goldenen Gliedern. Und als er das Schmuckstück näher betrachtete, erkannte er, dass jedes der Glieder die Gestalt eines Falken besaß. Er steckte beides in seine Ziegenhaartasche und stöberte noch eine Weile in dem Brandschutt herum. Doch seinen Stein fand er nicht. Schließlich gab er die Hoffnung auf, suchte sich einen Rückweg durch das zerstörte Haus. Er verließ es durch das gleiche Fenster, durch das er eingestiegen war, blieb unmittelbar darunter niedergeschlagen sitzen, lehnte seinen haarigen Rücken an der versenkten Balkengefüge und versuchte den Selbstvorwürfen auszuweichen, die mit zunehmender Gewalt seine Gedanken überschwemmten. Sie hätten mich ja doch nicht angehört, wenn ich der Magd gefolgt wäre, dachte er. Wahrscheinlich hätten sie mich mit Steinen nach mir geworfen und mich zum Dorf hinausgejagt, ehe ich ein Wort hätte sagen können. Vielleicht waren auch an diesem Morgen die Beutereiter schon so nah gewesen, dass niemand mehr sich hätte retten können. All das dachte er, aber er wusste zugleich, dass er den Versuch hätte wagen müssen, das Unheil aufzuhalten, das durch seine Schuld über Arnis Leute gekommen war. Während er so dasaß und grübelte, trottete eine gewaltige Dogge aus dem Gebüsch und beschnüffelte seine Hände. Zunächst erschrak Steinauge, aber da der Hund sich friedlich benahm, strich er ihm über das Rückenfell und sagte: Du hast dich wohl bei Zeiten verdrückt? Ja, sagte der Hund. Gestern war ich es zum ersten Mal zufrieden, ein Hund zu sein, auf den keiner achtet. Sind noch Reiter im Dorf? Nur noch Tote, sagt Steinauge und spürte, wie wieder das Entsetzen in ihm hochstieg. Der Hund schien jedoch nichts anderes erwartet zu haben. Er wendete den Kopf und rief: Ihr könnt herauskommen, sie sind weitergeritten. Nun kamen noch weitere 6 Hunde aus der Erlensträuche, alle ebenso groß und stark wie der erste, und legten sich rings um Steinauge auf den Boden. Was hast du in diesem Haus gesucht? Fragte der erste Hund. Bist du auch so ein Beutemacher und Plünderer? Steinauge schüttelte den Kopf. Ich habe nur gesucht, was mir gehört, sagte er, eine Flöte und einen Stein. Daraufhin blickte ihm der Hund aufmerksam ins Gesicht und sagte: Ach, du bist das also, Flöte. Ich hätte dich nicht wiedererkannt, zottig und bärtig, wie du aussiehst. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Nein, sagt Steinauge, nur das hier, und kramte Nazias Ring und Kette aus seiner Tasche. Als die Hunde die Schmuckstücke sahen, sprangen sie auf und kläfften erregt durcheinander. Er hat den Ring, rief einer und ein anderer. Nun sind wir gerettet. Wieso gerettet? Fragt Steinauge. Was bedeutet euch dieses Dinge? Weißt du denn gar nicht, was das für ein Ring ist? Fragte einer der Hunde.
Doch, sagt Steinauch, das weiß ich nur zu gut, denn Nazir hat seine Kraft an mir ausprobiert. So wie an uns, sagt der Hund. Damals nämlich, als sie uns einen nach dem anderen zu ihren Hunden gemacht hat. Dann wisst ihr vielleicht auch, welche Bewandtnis es mit dieser Kette hat, sagt Steinauge. Sie sieht mir ganz so aus wie eines von Naziers Zauberdingen. Da drängten sich eine der Hunde vor und sagte, das weiß ich genau, denn wegen dieser Kette hat sie mich zum Hund gemacht. Nazir gefiel mir und deshalb habe ich sie manchmal heimlich angeschaut, wenn sie am Fenster ihres Zimmers stand. Dabei habe ich ihre Zauberei beobachtet. Wenn sie sich die Kette so um den Hals legt, dass sie den Verschluss vorn über der Brust zusammenfügen kann, verwandelt sie sich, sobald der Haken geschlossen ist, in einen Falken und fliegt zum Fenster hinaus. Ich hatte gerade noch Zeit genug, mich zu verstecken, als ich das merkte. Wenn der Falke dann zurückkehrt, muss er mit dem Kopf voran durch die Kette kriechen, und schon ist er wieder ein Mädchen. Als ich auch dieses zweite Kunststück gesehen hatte, entdeckte sie mich draußen zwischen den Büschen, zeigte mir den Finger auf mich und aus ihrem Ring fuhr mir ein grüner Blitz durch den Leib. Gleich darauf lief ich als einer ihrer Hunde ums Haus. Wenn sie nicht umgekommen ist, hast du ihr Leben mit dieser Kette in der Hand, denn dann fliegt sie irgendwo aus Falka am Himmel. Aber mit dem Ring kannst du uns wieder zu Menschen verwandeln. Steck ihn an den Finger und versuch's. Das will ich gern tun, sagt Steinauge. Er streift sich Naziers Falkenring über den kleinen Finger, wies mit der Hand auf den Hund, der ihm das alles erzählt hatte, und sagte, sei ein Mensch. Im nächsten Augenblick lag dann des Hundes ein junger Mann vor Alis Leuten am Boden und schien zu schlafen. Nun versuchte Steinauge seine Kunst auch an den anderen Hunden, und alsbald lagen vier Männer unterschiedlichen Alters, zwei Frauen und ein Mädchen von vielleicht 17 Jahren, rings um ihn schlafend im Gras. Steinauge versuchte sie zu wecken, denn ihm war der Gedanke gekommen, dass einer von diesen Leuten auch ihm mit Hilfe des Ringes seine menschliche Gestalt zurückgeben könnte. Aber ihr Schlaf war so tief, dass es ihm nicht gelang. So ließ er sich schließlich in Ruhe, setzte sich ein Stück seitwärts von ihnen unter eine Birke und überlegte, was nun zu tun war. Die Beutereiter hatten sich offenbar vorgenommen, auch noch die Werkstätten der Goldschmiede von Arziag auszurauben. Als er sich vorstellte, dass die Horde dort ein ähnliches Blutbad anrichten könnte, wurde ihm kalt vor Entsetzen. Er dachte an das Mädchen mit den unbeschreibbaren Augen. Wenn es zu Hause bei seinen Eltern war, würde er ihm nicht mehr helfen können. Denn selbst wenn er die Reiter doch hätte überholen können, was kaum in Betracht kam, so war es ihm doch völlig unmöglich, ihnen auf dem Weg über das kahle Felsgebirge zu folgen, wo es weit und breit keinen Baum gab, der ihm Schutz bieten könnte.